Wieso verlassen jetzt gleich drei Spieler Borussia Dortmund? Und für welche fette Ablöse wechselt Dani Olmo? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Emre Can bleibt Kapitän bei Borussia Dortmund. Diese Info gab es gestern in unseren Kick-News. Und die Entscheidung von Nuri Sahin hat für jede Menge Diskussionen gesorgt in unserer Community. Die meisten von euch haben mit Unverständnis reagiert. Vor allem, weil Can von vielen nicht in der Startelf gesehen wird. Dazu wurde er zuletzt auch immer wieder als Abschiedskandidat gehandelt. Eben, weil er sportlich einen schweren Stand hat, gleichzeitig aber mehr als ordentlich abkassiert an der Strobelallee. Sportdirektor Sebastian Kehl ist sich sicher. Emre Can wird ein starker Kapitän bleiben. Das allein lässt sich als klarer Hinweis verstehen, dass die BVB-Bosse mit Can planen und eine Trennung nicht auf der Agenda steht. Noch konkreter äußert sich der alte und neue Kapitän selbst. Ich sehe gerade keinen Grund, warum ich den Verein wechseln sollte, so Cans Statement. Das Wörtchen gerade mag ähnlich wie aktuell oder im Moment noch ein kleines Hintertürchen offen lassen. Bekanntlich können sich personelle Situationen im Fußball je nach Marktlage ganz schnell ändern. Jüngstes Beispiel ist Niklas Füllkrug, der eigentlich in Dortmund bleiben sollte, dann aber für eine Ablöse von 30 Millionen Euro an West Ham United verkauft wurde. Solche Fälle mag es immer wieder geben. Aber bei Can ist ein Clubwechsel nicht in Sicht und wird aller Voraussicht nach bis Ende August kein Thema mehr werden. Oder wie es so schön heißt, der Kapitän bleibt an Bord. Ungeklärt ist dagegen die Zukunft von Jadon Sancho. Bleibt der Flügelstürmer bei Manchester United oder flüchtet er doch wieder vor Erik Ten Hag? Eine neue heiße Spur führt jetzt nach Frankreich. Paris Saint-Germain hat erste Gespräche mit United geführt. Dabei ging es um die Rahmenbedingungen eines möglichen Sancho-Wechsels. Bislang hatten sich die PSG-Verantwortlichen auf die Gespräche mit der Spielerseite konzentriert. Sancho soll offen für den Wechsel und einen Neustart abseits des Old Trafford sein. Der Engländer war 2021 von Borussia Dortmund zurück in die Heimat gewechselt. Bei United hat sich der 23-fache Nationalspieler aber nie nachhaltig durchsetzen können. Nach einem Streit mit Trainer Ten Hag wurde Sancho in der letzten Rückrunde an den BVB verliehen. Dort hat er seine Qualitäten wieder häufiger gezeigt und so die Aufmerksamkeit von PSG auf sich gezogen. Ein Thema für die PSG-Offensive ist seit längerem auch Kingsley Coman. Denn in der Offensive hat der FC Bayern mit der Verpflichtung von Michael Olise von Crystal Palace schon nachgelegt. Désiré Doué von Stade Rennes soll zusätzlich noch kommen. Der Kader ist auf den Angriffspositionen überbesetzt. Um Platz zu schaffen, zeigen die Bayern jetzt Bereitschaft zu einem ungewöhnlichen Schritt. So würde der Rekordmeister Coman sogar per Laie abgeben. Idealerweise mit eingebauter Kaufpflicht. Das sieht dem Rekordmeister eigentlich gar nicht ähnlich. Schließlich hat Coman einen Marktwert von mindestens 50 Millionen Euro. Und das Geld könnte man eigentlich schon in diesem Sommer gut gebrauchen. Der Flügelstürmer steht an der Säbener Straße noch bis 2027 unter Vertrag. Langfristig planen die Bayern-Bosse nicht mehr mit dem verletzungsanfälligen Nationalspieler. Für Max Eberl geht es aber nicht nur darum, Einnahmen zu generieren. Der Sportvorstand muss auch einen homogenen Kader auf die Beine stellen. Grund für die ungewöhnliche Maßnahme, Coman auch als Leihspieler anzubieten, ist die schwierige Lage im Bayern-Kader. Not macht bekanntlich erfinderisch, denn Spieler wie Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka sind allesamt mit hochdotierten Verträgen ausgestattet und im Zuge des angedachten Kaderumbruchs nicht leicht bei anderen Clubs unterzubringen. Wir haben zu diesem Thema für euch auch ein Video bei Kick11 live gemacht. Klickt einfach oben rechts aufs i, um euch's anzuschauen. Wir würden gerne eure Meinung zur Transferpolitik der Bayern hören. Läuft Matthias Ginter bald zum ersten Mal in seiner Karriere außerhalb Deutschlands auf? Nach Informationen von Sky buhlt zumindest ein namentlich nicht genannter italienischer Spitzenklub um den Innenverteidiger in Diensten des SC Freiburg. Als Preisschild bringt der Bezahlsender 10 bis 12 Millionen Euro ins Spiel. Eine Einigung, geschweige denn eine Entscheidung, sei aber noch nicht gefallen. An den Sportclub aus Freiburg ist Ginter noch bis 2026 gebunden. Akuter Verkaufsdruck liegt also nicht vor. Gerüchte machen die Runde, dass es sich bei dem Interessenten um den FC Bologna handelt. Der Serie A-Club ist nach dem Weggang von Riccardo Calafiori und nach der Absage von Mats Hummels noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Ist Ginter der gesuchte Mann? Die Transfersaga um Dani Olmo geht in die letzte Episode. Denn der FC Barcelona hat sich mit RB Leipzig auf eine Ablöse verständigen können. Nach der persönlichen Einigung zwischen Olmo und Barcelona über einen 6-Jahres-Vertrag bis 2030 ist jetzt auch die letzte Hürde mit Leipzig ausgeräumt. Dem Bundesligisten winkt ein Sockelbetrag von 55 Millionen Euro, zu denen weitere 7 Millionen an Boni hinzukommen können. Die sind aber schwierig zu erreichen. RB würde für Olmo somit in etwa so viel kassieren, wie es bei der am 20. Juli verstrichenen Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro der Fall gewesen wäre. Eine Barca-Delegation, angeführt von Deco, war gestern nach Deutschland gereist, um den lang ersehnten Deal über die Bühne zu bringen. Auch Olmos Berater Andy Barra und Juanma López waren für das Gipfeltreffen vor Ort.
weil beim anderen Offensivkandidaten Nico Williams ein Verbleib bei Athletic Bilbao mittlerweile so gut wie sicher ist, war die Olmo-Verpflichtung die größte Transferpriorität der Blaugrana. Manchester City und der FC Bayern gehen somit leer aus. Besser sieht es für die Bayern im Poker um Jonathan Tah aus, denn die Ablöseverhandlungen mit Leverkusen haben jetzt doch noch ein fruchtbares Ende gefunden. Man ist sich einig, was die Ablöse angeht. Bayer kassiert einen festen Betrag in Höhe von 25 Millionen Euro. Erfolgsabhängig können 5 weitere Millionen in Form von Bonuszahlungen hinzukommen. Das Gesamtvolumen des Transfers beläuft sich also auf bis zu 30 Millionen Euro. Tah ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden. Eine Verlängerung hat er zuletzt abgelehnt. Mit den Münchnern ist sich der 29-fache Nationalspieler schon länger einig. Trotz der Einigung im Transferpoker ist aber nicht gesichert, dass Tah tatsächlich an die Säbener Straße wechseln wird. Der Grund dafür heißt Matthijs de Ligt. Denn nach wie vor möchte Bayern den Tah-Transfer erst abschließen, wenn der Niederländer verkauft wird. De Ligt steht bei Manchester United auf dem Zettel. Eine Einigung zwischen den Clubs gibt's aber noch nicht. Bayern will 50 Millionen Euro haben. United will so viel bislang nicht bezahlen. Klar ist, Tah und De Ligt zusammen wird es beim FC Bayern nicht geben. Und nochmal zurück nach Dortmund. Monatelang haben der BVB und der Anhang von U17-Weltmeister Paris Brunner um einen langfristigen Profivertrag gefeitscht. Allem Anschein nach erfolglos. Denn jetzt steht der Sturmjungster vor dem Abgang. Brunner will zu AS Monaco. Mit dem Club aus dem Fürstentum sind die Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten. Brunner winkt ein langfristiger Vertrag in Monaco und zunächst eine Leihsaison beim Schwesterclub Cercle Brügge. Ein konkretes Angebot hat der BVB zwar noch nicht erhalten, die Schwarz-Gelben werden ihrem noch bis 2025 gebundenen Talent aber wohl keine Steine in den Weg legen. Im Gespräch ist eine Ablöse im niedrigen, einstelligen Millionenbereich. 3 bis 4 Millionen Euro könnten also schon reichen. Eine Verlängerung beim BVB ist an der Perspektive gescheitert. Brunner soll sich neben der Teilnahme am Mannschaftstraining auch Pflichtspieleinsätze bei den Profis wünschen. Bei den Einheiten unter Nuri Sahin darf Brunner dabei sein. Auf dem Platz sehen die Dortmunder Bosse den 17-Jährigen aber weiterhin eher bei der U19 oder U23. Das wiederum kommt für Brunner keine weitere Saison in Frage. Und so werden sich die Wege wohl trennen. Das Fürstentum ruft. Brunner nach Monaco, Youssoufa Moukoko wohl zu Olympique Marseille. Und auch Tom Rothe sieht keine gute Perspektive beim BVB. Der Linksverteidiger war erst in diesem Sommer von seiner erfolgreichen Leihe bei Holstein Kiel zurückgekehrt. Jetzt zieht Rothe aber schon wieder weiter zu Union Berlin. Dortmund kassiert 5 Millionen Euro Ablöse. Dazu hat sich die Borussia eine Rückkaufoption gesichert. In der Hauptstadt soll Rothe den Platz von Robin Gosens einnehmen, der mit einem Wechsel kokettiert. Rothes Blitzabschied kommt jetzt ein wenig überraschend. Hat er doch noch vor kurzem angekündigt, sich beim BVB durchsetzen zu wollen. Die Ankunft von Außenverteidiger Jan Couto hat die Vorzeichen dann aber geändert. Denn Julian Riasson wird jetzt wohl auf die linke Seite ausweichen. Rothe hätte dann mit Riasson und Ben Sebaini 2 Spieler vor der Nase gehabt. Eindeutig bessere Chancen auf Spielzeit sieht er bei Union. Deshalb zieht er jetzt weiter nach Berlin. Auch Marius Wolf hatte keine Zukunft mehr beim BVB. Seit Anfang Juli war der Außenbahnspieler ohne Verein. Jetzt hat Wolf einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 29-Jährige hat sich mit dem FC Augsburg geeinigt. Wolf unterschreibt bis 2027 in der Fuggerstadt. Eine Ablöse wird nicht fällig. Der 5-malige Nationalspieler war seit 2018 für Borussia Dortmund aktiv. Unterbrochen wurde seine Zeit im Ruhrgebiet nur durch 2 Leihen bei Hertha BSC und dem 1. FC Köln. In Dortmund war sein Vertrag dann Ende Juni ausgelaufen. Jetzt schlägt der Blondschopf ein neues Kapitel seiner Karriere in Augsburg auf. Und wir haben heute auch noch eine kuriose Story für euch im Gepäck. Denn die Schiedsrichter Bartosz Frankowski und Tomasz Musal haben zum Start der Champions League-Qualifikation für den ersten Skandal in der Königsklasse gesorgt. Eigentlich sollten die beiden Polen gestern das VAR-Duo beim Spiel Dynamo Kiew gegen die Glasgow Rangers bilden. Aber sie wurden von der UEFA kurzfristig von ihren Aufgaben entbunden. Der Grund? Die Referees wurden am Tag des geplanten Einsatzes von der Polizei festgenommen. Frankowski und Musal sollen in Lublin gemeinsam mit einem anderen Mann ein Verkehrsschild gestohlen haben. Unglücklicherweise waren sie dabei ziemlich besoffen. Und dummerweise haben sie sich dabei erwischen lassen. Die Nacht hat das Trio dann in der Ausnüchterungszelle verbracht. Es wird jetzt wegen Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur ermittelt. Die UEFA hat sich noch nicht zum Skandal zu Wort gemeldet. Polens Fußballverband hat dagegen schon angekündigt, die Verträge mit den beiden Schiedsrichtern sofort zu kündigen, wenn sich die Anschuldigungen bewahrheiten. Das Spiel zwischen Kiew und Glasgow ging übrigens 1:1 aus. Das nur so am Rande. Borussia Dortmund lässt mit Paris Brunner, Youssoufa Moukoko und Tom Rothe 3 hochveranlagte Spieler ziehen. Seht ihr diese Talenteflucht beim BVB kritisch? Hätte Dortmund seinen Youngsters eine bessere Perspektive aufzeigen müssen? Oder sind die Abgänge aus eurer Sicht sportlich nachvollziehbar? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare.
Das waren unsere Kick-News für heute. Nice, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, schaut gerne mal auf unserem anderen Kanal Kick11 Live vorbei. Da gibt's jetzt regelmäßig zusätzlichen Content von uns. Ich bin raus für heute, Leute. Macht's gut und bleibt stabil.